wondered how I could win you, or if I could make you mine, or if I could make you mine. We've got a hot one for you. Also Arkadiusz Laban, der wohne in der Braunschweiger Straße. Bin in Polen geboren. Also der Zaun stört mich, weil man nicht dann durchfahren kann. Ja, meine Damen und Herren, wie jeden Nachmittag hier um 4 sind wir im Westtalk. Und hier mein erster Gast, das ist Moni aus dem Westendghetto. Hallo Moni, schön, dass du da bist. Ja, und mein zweiter Gast, der wartet schon vor der Tür, Mehmet. Hallo Mehmet! So, ja, ich geh doch dazu. Oh, das hast doch keine Namen, ne? Ja, es war, also, wer kifft, den soll es auch zugeben, sollte halt nicht leugnen. Wo wird denn so am meisten gekifft? Mehr, erst wenn du das Mikrofon hast. Mehr hier im Stadtteil oder eher Schule oder was weiß ich wo? Ja, das ist überall. Kannst du mal Orte nennen? Schule, Rathaus. Das darf ich nicht sagen. Rathaus beim Bürgermeister oder wie? Das wird halt schon da auch so. Ja. Ja, jeder kifft. Das ist nicht behindert. Die machen das halt nur aus. Es ist halt, wenn man viel Stress hat und halt mal irgendwo hinfährt. Und so. Ich wohne hier in Deutschland 6 bis 7 Jahre und in der Straße 3 bis 4 Jahre. Und ich in Russland habe ich in Kasachstan gewohnt. Dass die Jugendlichen brutal sind und kriminell und dass sie Drogen nehmen, das stimmt alles nicht. Und wenn die Russen hier nach Deutschland ziehen, dann die kriegen gar nichts geschenkt, die müssen arbeiten, um alles zu haben. Und die Russen, die erkennt man also schon von Weitem, weil wie die gehen und wie die aussehen und wie die reden. Manche reden auch laut, manche auch leise. Also mich würde man nicht erkennen vom Weiten, ob ich Russe bin, weil ich wohne ja in Deutschland schon, also 2 Jahre länger als in Russland. Weil wenn die können dann nicht so gut Deutsch und die ziehen sich so dann an so wie so Russen, so richtige Russen ziehen sie sich dann so an. Und die Russen, die tun, also das stimmt nicht, dass die nicht Deutsch lernen wollen, die wollen schon Deutsch lernen, um also besser mit dem Deutschen sich selber so, also sich zu verstehen besser. Vielleicht manche Russen auf Deutsch nicht so verstehen. Ich vergesse Russisch, weil ich also Freunde habe, die mit mir auf Deutsch reden, nicht auf Russisch. Und zu Hause fragen mich meine Eltern auf Russisch und ich antworte denen dann auf Deutsch. Also ich schäme mich nicht, wenn einer sagt zum Beispiel Russe oder sowas, da schäme ich mich nicht. Aber wenn einer sagt, scheiß Russe, das gefällt mir dann nicht. Ich weiß nicht, ich bin halt ein Russe und das mag ich nicht, wenn einer zu mir scheiß Russe sagt. Weil die Kinder halt hier schön spielen können. Deswegen sitzen wir hier. Wir wohnen alle schon lange hier im Winkel und wir treffen uns oft hier, wenn schönes Wetter ist. Bisschen zum Sprechen. Zum Beispiel sind auch keine Deutschen, aber die gehören genauso zu uns wie wir auch. Ja, mir gefällt, weil ich schon sehr lange im Winkel wohne. Das ist einfach meine Heimat. Heißt nicht, ich bin ausländerfeindlich oder sowas. Nee, das mag ich lieber nicht. Also abends mit Autos da stehen und laut
macht Radio auf und die Autotüren auf und Rambazamba. Das ist natürlich nicht so positiv. Ja, sicher. Wir kennen doch alle schön Deutsch. Wir haben da und Russland Deutsch geredet immer. Immer mehr, ich weiß nicht, Russen. Ja. In Russland waren wir die Fritz. Wir sind immer die Russdeutsche. Unsere Voreltern sind doch von Deutschland. Und wie die Katharina hat verkauft, sollte in Russland Kultur machen. Manche sind voll behindert. Die ziehen voll den Bär ab, großes Mal aber nichts dahinter. Und wenn dann jemand ankommt, sind sie so, also können sie nichts mehr sagen. Die, also wenn größere oder ältere den schlagen will. Vom Charakter. Und die sind halt nett. Machen nicht so, also ziehen keinen Bär ab und so. Dann verdrücken die sich nicht vor den anderen, wenn die es schlagen wollen. Normalerweise schon. Also türkische Jungs sind anders und Deutsche sind anders. Türkische sind so, manche sind macho-mäßig. Bei den Deutschen ist das ja auch manchmal so, aber nicht so arg. Lange Haare, also wie der Benni. Braune, lange Haare. Charakter muss gut sein. Was noch? Und wenn die hinterher Schluss machen oder das Mädchen, also nicht mit Schimpfwörtern beschimpfen und so und überall hinschreiben, nur dumme Fotze. Meine Mutter, meine Eltern sind geschieden. Jetzt sieht mich schon, also mehr so türkischer. Also ich muss auch in die Moschee und so. Aber jetzt nicht mehr. Nee, ich will das nicht. Nur halt, wo ich zur Moschee musste ich Kopftücher tragen.